Willkommen zurück zur weiteren Folge. Man kauft diese Folge 657. Wir sind dabei, hier so ein bisschen die Farm zu bauen. Was sagt eigentlich der hier? Ach, der sagt, der ist nicht voll. Na, dann gucken wir noch mal, was zusammengekommen ist. Auch nicht so viel. Die können wir jetzt noch mal ein bisschen. Ach, kann ich gar nicht hochspringen? Mann. Ein bisschen hier oben in unsere Kiste reinschmeißen. So. Damit der da auch gleich wieder losfahren kann. Genau, der fährt nämlich jetzt wieder. Wunderbar. Ist er gleich voll. Einen kurzen Berechnungszeitraum und dann geht das wieder. So, was wir machen können, ist, wir können den halt tatsächlich mal leer machen und schmeißen dann nur mal ein Stack rein. Dass der nämlich auf jeden Fall auch weiterarbeiten kann. Also nicht, dass wir da nachher irgendwo das Ganze dranhängen haben. So, wir haben jetzt hier, das sind nämlich die 20, sag ich mal, wo wir unseren, ja, unseren Bereich dran machen. Wir müssen für unseren Bereich tatsächlich noch zwei tiefer ausgraben, damit wir einfach auch ein bisschen, nee, das war zu viel. Bisschen was haben, wo die, genau, also wo halt nachher die Pflanzen wachsen können. So, wir müssen jetzt gucken. Ich wollte ja ganz gerne nachher effektive, ja, wobei brauchen eigentlich gar nicht so viel. Aber wenn wir jetzt mal von den Koordinaten her gehen, dann sind wir hier bei 160. Das heißt, bei, nee, das sind mir falsche Koordinaten, habe ich geguckt. 212, 211. Also 212, das sind ja dann 212, 212, 212 minus 64 sind 148. Das heißt, wir bauen mal 108, beziehungsweise, ja, genau, hier so in die Richtung. Gehen wir mal rüber und gehen mal zu 148. 148 wäre hier. In dem Bereich müssen wir noch ein bisschen ausgraben. Hier müssen wir wahrscheinlich noch mal die Wand um ein, zwei verlängern. Das müssen wir dann gucken. So, nee, das war wieder zu viel. Dann machen wir jetzt erstmal einen Weg durch. Und wir farmen auch, wenn es geht, Cobblestone. Wenn es geht, Cobblestone. So, oh, das war wieder viel zu viel, glaube ich. Ne, es war nicht zu viel, das war zu viel. Warte mal, wir machen das einfach so. Wir schieben den einfach noch eins weiter hier rüber. Und dann können wir nämlich hinten noch eins zubauen. Dann können wir hinten nämlich noch eins zubauen. So, da brauchen wir nur die zwei zu bauen. Super, super easy. So, was jetzt halt noch problematisch ist, ist, dass wir jetzt das alte System auch schon fast abbauen müssen. Und wir halt noch kein Fütterungsmaterial für unsere neuen Sachen kriegen. So, Erde weg, Erde weg. Erde werden wir auch später noch holen müssen. Ein paar Stacks sogar. So, gucken wir, jetzt können wir wieder schnell laufen. Huch, das war wieder viel zu viel. Da wollte ich gar nicht so viel abbauen. Ja, so ist es mit vollem Inventar. Die jetzt darunter zusammenkommen, die behalten wir tatsächlich da, dass wir nachher schon mal einen Anfang machen können.
mit Sachen, die wir einpflanzen wollen. So. Hier einmal wieder aufgefüllt. Und dann geht das den Weg auch. Guck mal, die sind auch schon wieder fertig. Der ist wahrscheinlich auch wieder fertig mit Verteilen. Da kriegt auch nicht mehr genug da rein. Das ist okay. Das ist okay. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie weit wir das Ganze hier machen. So, erstmal. Beziehungsweise, wir machen, ich glaube, es ist angenehmer, wenn wir hier so durchlaufen. Und dann können wir nämlich hier einfach laufen. Ne? Was wir auch noch brauchen werden, sind sehr viele Stacks an Schienen. Das wird auch noch kommen. So. Oh Mist, das war eine. Nein. Da ist schon die Schiene drauf. Das heißt, da müssen wir echt aufpassen, dass wir die noch so lange wie möglich am Laufen halten. So. Hier ist noch sehr viel Eisen. Das würde ich ganz gerne nochmal mit der Silk-Touch-Spitzhacke abbauen. Weil man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, Silk-Touch-Spitzhacke wieder zurück. Und eine andere dazu einsammeln. So, was sagt denn hier? Oh, guck mal, hier sind Endermen gespawnt. Finde ich gut. Hat mir sogar einen Grasbock. Bringt er mir mit. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke für die guten Grasblöcke. Muss ich die nicht farmen? Ist auch wieder alles. Naja, ist egal. Kohle haben wir mehr wie genug. Das ist egal, womit wir es abbauen. Und hier sind wir schon wieder. Unsere Inventory full. So, wir machen das jetzt aber anders. Wir schmeißen mal hier nochmal Ender Chest, sag ich schon. Dankeschön. Hier nochmal ein paar Schalker-Kisten raus. Dass wir das Zeug einfach nachher alles in das Lager reindampen können. Und dann sagen können, jo, jetzt mach du mal. Wenn wir wieder irgendwas anderes bauen. Beziehungsweise während wir hier bauen, können wir das alles schon so verarbeiten lassen. Und das ist eine richtig gute Sache. Nur das mit dem Sprint ist keine gute Sache. Dass man hier so lahm ist. Oh, das ist doch. Jetzt, wo man sich so ein bisschen an das Schnelle gewohnt hat, ist irgendwie alles normale viel zu langsam. So, bis hierhin können wir nämlich erstmal. So. Bisschen Licht können wir auch mal machen. So, hier dann alle drei. So, und hier nochmal kurz die zwei. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das machen. Ich wollte gerne das da machen. Ui, jetzt geht's wieder ab. Oh, eine Katze. So. Eine Katze, wunderbar. So, wir schmeißen nochmal kurz Zeug raus, dass wir das Inventar wieder leer haben. Und jetzt müssten wir nur gucken, wie wir es machen. Ja, weil im Prinzip muss er ja eh weg. Damit wir das sowas machen hier wie hier.
So, aber jetzt genau, jetzt bleibt sie stehen. Und, weißt du was? Dafür ist jetzt das Ende gekommen. Das Ende dieser Farm ist da. Wir bauen diese Farm ab. Wir machen mal einen Screenshot davon, wie es mal war. Und jetzt können wir nämlich hier hochgehen und können das abbauen. Das Schöne ist, wir können ja erstmal die Technik quasi abbauen. So, wie geht das denn? Können die instant? Ne, die kenne ich instant. Aber der kann instant. Oh, what? Man kann Pistons instant abbauen. Wo? So, das Schöne ist ja, wir müssten ja gleich theoretisch dann zwei Stacks an Pistons und an Observern da haben. Das ist nämlich richtig schön. So, jetzt wird nur langsam dunkel. Ah ne, warte mal, da kann ich kein Licht drauf tun. Der ist nicht gewachsen. Nicht einmal, Bus. Oh, da ist ein Creepers. Vielleicht sollte man doch ein bisschen ausleuchten. Dass die nicht hier irgendwas in die Luft sprengen, weil das wäre doof. Das wäre doof. Das wäre richtig doof. So lange haben wir gebraucht für die, um die aufzubauen. So, was haben wir denn jetzt eingesammelt? Es fehlen ein paar Observer und es fehlen hier sind noch ein paar Observer. Da fehlen noch 4 Observer. Und ein paar Pistons, genau, die nehmen wir auch noch mit. Pistons auch noch 4 und 4 Stück. Hoch. Hier wollten wir ganz gerne einmal das alles mitnehmen. Hier waren noch Observer, genau, noch 2 Observer. Noch 2 Observer, guck mal, da ist ein Creepers. Den wollen wir mal irgendwie eliminieren. Leider können wir den nicht eliminieren mit dem Bogen, weil wir keinen Bogen haben. So. Und dann laufen wir mal kurz hier drunter lang und gucken, ob irgendwas von uns noch hier liegt. So, nee, hier liegt nichts von uns. Das heißt, die müssten irgendwo hier oder auf der Seite liegen. Noch ein paar Pistons und ein bisschen Observers. Da ist noch ein Piston. Komm, dankeschön. So, jetzt können wir hier mal kurz gucken. Da liegt noch ein Observer. So, ein Observer noch. Ein Observer und ein Piston. Die sind verschollen. Gucken wir mal auf dem Rückweg, vielleicht finden wir noch was. So, ein bisschen Licht nochmal zwischendurch hier reinarbeiten. Das ist nicht verkehrt. Das ist echt nicht verkehrt. So. Aber hier ist tatsächlich kein... Warte mal. Ich habe eine Idee. Ach, guck, da sind sie doch. Gut, da haben wir es auch schon mal gefunden. Das ist doch eine richtig coole Sache. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir hier die Sachen schön mitkriegen. Und, Nee. Mob Party ist hier am Start. Das lasse ich mir nicht gefallen. Wir sammeln die Sachen jetzt gleich ein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis dann. Ciao, Leute.